Die Schönklinik in Eilbek tanzt. Die Autowaschanlage in Lockstedt tanzt. Fast die ganze Welt tanzt zu dem südafrikanischen Song Jerusalema. In Irland, in Kenia, in Wien, Kiel und eben in Hamburg. Die Mitarbeitenden von Mr. Wash in den Waschanlagen waren sofort dabei. Für den Chef lag dieser Enthusiasmus vor allem an der allgemeinen Corona-Depression. Es war eine ziemlich triste Zeit, auch nicht nur wegen Corona, auch mit dem Wetter. Es war alles irgendwie verhangen und grau. Und das war irgendwie so, in dem Moment kam irgendwie was Farbiges, Buntes da rein. Und das mit dem Tanzen. Das war ja wie ein kleiner Funke, den man ans Pulverfass legt. Und sofort ging das ab. Wirklich sofort. Bei Warner Music sieht man die Jerusalema-Bewegung offenbar vor allem als Einnahmequelle. 2020 hat das Unternehmen fast an das vergangene Rekordjahr anknüpfen können. 4,5 Milliarden Dollar Umsatz erzielte Warner. Das eigene Vorgehen erläutern will bei dem Label niemand vor der Kamera. Schriftlich heißt es: Unsere Aufgabe ist es, sicherzustellen, dass unsere KünstlerInnen eine faire Vergütung für die Nutzung ihrer Musik erhalten. Da wir uns des Charakters der Jerusalema Dance Challenge aber bewusst sind, berücksichtigen wir durch abgestufte Lizenzvergütungen die jeweiligen Rahmenbedingungen des betreffenden Nutzers. Ein Krankenhausbetreiber spricht von knapp 1.000 Euro, die Warner einfordern würde. Das ist zwar rechtens, aber ist es auch richtig? Also Warner kann völlig frei entscheiden, ob sie vorgehen oder nicht. Sie müssen sich ein bisschen an Kriterien orientieren, die nachvollziehbar sind. Warum gehe ich gegen die einen vor und die anderen nicht? Sehr kommerzielle Videos gehe ich gegen vor und freiwillige Feuerwehr nicht, wäre ein Kriterium, das vollkommen machbar wäre. In einem Jahr ohne Konzerte leben Künstler zwar auch von ihren Urheberrechten, aber ist so ein Internettrend nicht auch Promotion für den Künstler? Und wäre eine andere Herangehensweise nicht sogar PR für Warner gewesen? So bleibt es fraglich, ob es in Zukunft noch ähnliche Solidaritätsbewegungen geben wird.